Junkful Taster, Dawn Comes, episode 2816. It's a children's day, yeah, and it's a, like a pack of Kinder products. So we got Kinder Country, two Kinder Surprise Eggs. Yes, yes, yes. And yeah, it's a Kinder bar. Alright. So it comes in this big, yeah, bag or something. And yep, let's get it. Here's like, you can visit a theme park or something. Let's not care too much, let's have it. I want to visit Kinderland. I think there is no Kinderland. Yeah, come out. Alright, so here's like the theme park guide. I want to ride the roller coaster. Okay, never mind. So now are the different Kinder products. Kinder Country bars. Here we go. Kinder milk bar. And of course, like they promised, the two surprise eggs. Let's do it. Yeah. Here we go. And yeah, I don't know what's in there. Let's check it out. Okay, here comes a car. Okay, is it a... I think it is a... Hot Wheels. No, not Hot Wheels. Just Sprinty. Yep. So, let's put it together. So, first of all, the sticker comes onto the front here. Okay, then there's some sort of the chassis. And we put on the elements. And yeah, this rubber band is somehow on the bag. I already attached it. And there we have our car. And this is, I think this is meant to shoot the car now. Yes, let's do it. Yep, here we go. Yeah, sort of works. Okay. This is not the greatest of designs. What's in the other egg? I don't know. Come, let's check it out. Okay. It's very light. What's in there? Okay, spin tops. So this time around, kind of... Not so fancy toys, but therefore they are like the special editions. This is really not a special edition. Huh? You cannot spin, Junkie Taster. I want to have hunger. So let's feed the professor. Hungry rabbit here. Bye-bye. Ja, ich bin noch hungry. If you have never seen it, this is one of my favorites by the Kinder Chocolate Guys. Like chocolate-covered milk cereal stuff. I like the taste. It's very good. The other thing here, the Kinder Bar, this is really like their classical product. So here we go. I think let's cut it. Always cut stuff. I think this is what started everything or something. And yeah, this is basically just some sort of milk cream or whatever in a chocolate coating. And so here we go. Let's have one. Okay. And this is kind of average. I like it anyway.
Thank you. Okay. Oh. I can build something. Let's do it. So yeah, here comes the Kinder Bar / Kinder Country Tower. This is stupid. Okay. Nah. So let's build a tower here. Whatever reason. Ah, of course the professor will eat all of this afterwards. Yeah. Okay. So, and let's put the Kinder Surprise eggs on top. Here. It's like German style aluminium foil. Yeah, I like this more than which are the wrapped one. Yep. That's it, guys. This really gets into nothing here. Okay. Yeah, let's do a summary. Yeah, nice pack. If you want to visit theme parks, you get this guide. Well, is it, by the way? This guide. Marco Polo theme park guide. It's only for Germany. Ah, Denmark as well. Denmark. Okay. I think this is then the Lego. Legoland. Hello. And yeah, and we got two surprises, not too exciting. This gummy rubber band powered car, and then just some spin tops. Yeah. And they don't work, the spin tops. But overall, I rated win. You better you do. Okay. Yeah, the Kinder Country is good stuff. Okay, that's it, guys. Thanks for watching. So, jetzt hier der Kindertag Pack. Und ja, das sogenannte Vorteilspack. Und man bekommt hier noch einen Reiseführer. Ist dann hier mit drin. Genau. Und da könnt ihr halt euch Freizeitparks angucken. Genau, einmal freier Eintritt und so weiter. Ja, das muss ja dann irgendwo hier drin sein, ist ja jetzt mir auch so egal. Und ja, also man kriegt hier dann noch eine Packung Kinderriegel und eine Packung Kinder Country. Kinderriegel mag ich nicht so. Warum eigentlich nicht? Irgendwie zu süß und zu milchig. Das ist mir echt zu milchig. Aber Kinder Country finde ich gut. Der ist leckerer Cerealien-Geschmack. Ich alles von Kinder, alles. Okay. Und dann waren noch zwei Überraschungseier drin. Aber hier das Excitement über die Spielzeuge hält sich mehr oder weniger an Grenzen. Also einmal dieses Auto, was hinten ein Gummiband hat, was ich so noch nicht gesehen habe in Kinderüberraschungsspielzeugen. Und das kann man dann halt so abschießen. Mehr oder weniger, also. Ich weiß nicht genau, wie man das hier halten soll. Man fährt das so ein bisschen, ne? Wie es halt so ist, wie solche Autos halt dann fahren. Okay, das war jetzt nix. Es ist irgendwie ein bisschen schwer, das loszulassen. Man steht sich dann quasi selbst im Weg, ja. Wie dem auch sei, und dann noch solche Kreisel. Wo sind die denn hin? Ich glaube, einer ist runtergefallen. Einer ist noch hier. Ja. Man sieht ja ganz nett aus. Gut, ja, habt ihr das Pack gekauft? Oh, ist ein bisschen Fülle. Jetzt am Kindertag die ganze Schokolade jetzt aufzufuttern. Naja. Es könnte irgendein spezielles Überraschungsei drin sein. Das wäre cool. Eins mit einem blauen Hasen zum Beispiel. Genau, zum Beispiel. Hier kannst du dich verstecken in der Verpackung, Professor.
wollte mich schon immer mal verstecken. 1, 2, 3, 4, Versteckstein. Alles mit Versteckstein. Gut, ja, das war die Folge. Ja, danke, dass ihr zugesehen habt. Tschüss, Leute. Wir könnten ja noch stundenlang Mist quatschen, aber mach mal lieber Schluss. Oh, lecker.